So, aber erstmal haben wir jetzt hier einen Brief von ihr, dann haben wir die Träne und wir haben ein paar Schlösser, die wir knacken können. Das machen wir auch gleich mal. Direkt mit dem ersten Zug. Aha. Ein Brief von Risa. Ach, Brief von Risa und Brief an Risa. Also zweimal an, einmal von. Die lesen wir auch gleich. Erstmal knacken wir hier noch ein paar Schlösserchen. Ich muss nur aufpassen, ich habe nicht allzu viele Dietriche. Aber bisher geht's ja noch gut. So, Wappenrock, Willenstärke plus 5. Eine Feuerkarte, juhu. Wow, Hieb 189, nicht schlecht. Und grüne Farbe, ach, sehr schön. So, was haben wir hier drin? Die Feuerkarte kommt mir wirklich gelegen. Nein! Hilfe, ich sehe nichts mehr. Jetzt. Ach, abgebrochen, verdammt. Ich habe bloß noch 3, aber ich konzentriere mich jetzt einfach. So, hat ja auch funktioniert. Mal gespannt, was ich hier noch so alles finde. So, wow! Krass! Boah, mit Level 21 kriege ich hier einige gute Items. Ui, die Skirmish-Rüstung zum Beispiel. Sieht ganz cool aus. Und ein Mana-Trank. Nicht schlecht. So, jetzt habe ich hier Mana-Trank. Ein Profi-Schloss. Oh Gott. Profi. Oh, geht ganz schön schnell diesmal. Aber geht. Habe ich aufbekommen, ne? Profi-Schloss geöffnet. Kein Problem. Je besser das Schloss, desto besser der Inhalt. 500 Auras, ein Wertekristall und eine Hose. Hosen des Reisenden. Naja, gut. Sind jetzt nicht unbedingt so mega pralle, aber können wir auch alles auseinandernehmen. So, hier das nächste Schloss. Ich würde sagen, im Schloss knacken bin ich hier richtig gut. Was haben wir hier? Eine Falle, Handschuhe und Stiefel. Magie-Adepten, die sogar gar nicht mal so schlecht sind. Hui, so, weiter geht's. Hier das nächste Schloss. Ach ja, ach ja, ach ja. Die gute Risa. Ich bin gespannt, was sie mir da geschrieben hat. Ja, bestimmt, dass sie auf und davon ist. Weil, ja, wir können sie ja nicht mitnehmen auf unserer Reise. Aber immerhin hat sie sich ja bei unserem namenlosen Helden hier noch ausgiebig bedankt. Der Held bekommt eben doch immer das Mädchen. Stiefel. Amulett. Handschuhe. Nochmal Stiefel. Mensch, so viele Stiefel, wie ich hier bekommen habe. Kann ich mich ja bald Stiefelriemenbill nennen. Oh, das ist jetzt ein richtig krasses Schloss hier, oder? Ja, es geht. Alles schon mal geöffnet. Ah, shit, abgebrochen. Mist. Aber ist auch das letzte Schloss hier. Also, hiernach bin ich eigentlich schon relativ weit dann. So, und auch offen. Ein Helm, ein Hammer, Luftmagiestab und ein Dietrich. Na Mensch, hat sich ja wenigstens gelohnt. Okay, dann hätte ich jetzt hier soweit alles geknackt. Dann würde ich sagen, können wir mal ganz kurz die Briefe lesen, die wir bekommen haben. Erstmal der Brief von Risa. Ich weiß, dass es für uns im Moment keine Zukunft gibt, aber ich wollte dir trotzdem danken. Ohne dich würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo tot im Straßengraben liegen. Ich weiß selbst nicht, was ich mit der Ermordung von Mirage erreichen wollte. Am Anfang hat das alles noch einen Sinn für mich ergeben, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich dachte, ich wüsste, was zu tun ist, aber jetzt erscheint mir alles so vage und ohne Bedeutung. Ich muss in Ruhe nachdenken. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich sitzen gelassen habe. Ich musste einfach so weit weg von Hatmandor, wie ich nur konnte. Und ich weiß ja, dass du hier noch nicht fertig bist. Aber wenn es so etwas wie Schicksal in dieser Welt gibt, werden wir uns irgendwann wiedersehen. In Liebe, Risa. Genau, Risa.
Ja, das dachte ich mir. Risa trennt sich von uns. Ja, wir haben hier auch wirklich noch einiges zu tun und die Gute muss sich hier erstmal von den ganzen Enthüllungen erholen. Ich meine, immerhin ist sie ja auch auf Jerske reingefallen, dem sie sich anvertraut hat. Und am Ende war das dann Mirage. Das hätte ich jetzt selbst nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, dann haben wir hier noch Brief an Risa. Liebe Risa, bitte komm nicht nach Hatmandor. Ich riskiere unser beider Leben, allein indem ich dir diesen Brief schreibe. Risa, glaub mir, es gibt in Hatmandor Leute, die dich ohne mit der Wimper zu zucken töten würden, wenn sie dich finden. Ich weiß, wie sehr du dich nach Hatmandor sehnst, aber es ist hier momentan einfach viel zu gefährlich für dich. Aber ich werde ständig dich beobachten und es war schon schwer genug, nur diese kleine Nachricht rauszuschmuggeln. Wenn sich die Lage hoffentlich in ein paar Monaten beruhigt hat, werde ich dir nochmal schreiben und wir können uns an einem sicheren Ort treffen. Vorher darfst du unter keinen Umständen nach Hatmandor kommen. Zesk oder Zask. Okay, gut. Dann haben wir jetzt hier noch ein Buch. Können wir ganz kurz mal lesen. Klingenstoß hinzufügen. Niederwerfen hinzufügen, Schildreißen hinzufügen. Da haben wir hier noch einen Schlüssel zum Versteck der Drachenjäger. Aha, können wir also immer wieder rein. Brief an Risa. Die Inschrift über dem Siegel sagt zur Öffnung am 15. Geburtstag. Mein liebes Kind, während ich diese Zeilen schreibe, bist du bereits mit den Ortons auf dem Weg nach Süden. Die Ortons haben zugestimmt, dich bei sich aufzunehmen. Es sind gute Menschen und ich bin mir sicher, dass du es bei ihnen gut haben wirst. Du hast sicher viele Fragen und ich will versuchen, dir zu erklären, warum du nicht bei deinen richtigen Eltern aufgewachsen bist. Es ist so, dass eine schreckliche Plage unsere Gegend heimgesucht hat. Ja, wir nennen es eine Plage und sie hat sich rasend schnell in Hatmandor und Chesnada ausgebreitet. Unzählige Menschen sind ihr zum Opfer gefallen. Aber was mich am meisten betrübt, ist die traurige Tatsache, dass deine Eltern zu den Opfern zählen. Du hast überlebt, aber ich musste dich fortschicken, damit du auch weiter am Leben bleibst. Glaub mir, das war der einzige Weg. Der Tod deiner Eltern macht mich unendlich traurig. Sie waren wie eine Familie für mich. Und jetzt, da sie nicht mehr sind, bist du meine Familie und der einzige Mensch auf dieser Welt, der mir etwas bedeutet. Es hat mir das Herz gebrochen, dich wegzuschicken. Aber es musste sein. Alles, was zählt, ist, dass du am Leben bist und bei Menschen, die dich lieben. Ich werde nie vergessen, wie du mit deinem glockenhellen Lachen durch die Straßen Hatmandors gelaufen bist und in den Brunnen gespielt hast. Du warst das süßeste und schönste Mädchen der ganzen Stadt. Ich bin mir sicher, dass du inzwischen zu einer nicht minder schönen Frau herangewachsen bist und hoffe, dass du dein Glück gefunden hast. Leb wohl, mein Kind. Zesk. Aha, okay. Gut, damit hätten wir das jetzt geklärt. Dann sollten hier wohl auch alle Fragen soweit geklärt sein. Dann bleibt uns eigentlich hier nicht mehr so viel zu tun. Die beiden Quests lassen wir sein. Ihr habt mir noch einen Tipp gegeben, liebe Leute. Ich soll mal zurück zur Insel, auf der das ganze Spiel mal angefangen hat und soll da nochmal eine Höhle erforschen. Ich würde mal sagen, das kann ich alles mal später machen. Jetzt habe ich hier die Hauptstory des Spiels schon lange genug in die Länge gezogen. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf, es mit den fiesen Drachen aufzunehmen, auf der Spur des Drachen. Ja, ganz kurz nochmal für alle die nicht mehr wissen, worum es dabei ging, denn ja, es sind ja bestimmt 20 oder 30 Folgen jetzt schon wieder ins Land gezogen. Die Spur der Drachen. Ich habe mit Master Dathan Bekanntschaft gemacht. Er war keineswegs überrascht von meinem Besuch. Er scheint mich regelrecht erwartet zu haben. Ich frage mich, welches Spiel er wirklich spielt und welche Rolle er darin für mich vorgesehen hat. Aber eins nach dem anderen. Zuerst muss ich in eine Schlucht namens Belly of a Beast und für Dathan einen Drachenzahn finden, den ich hoffentlich nicht erst ziehen muss. So, guti. Würde ich sagen, gehen wir der Spur des Drachen nach und begeben uns dafür nach Zadan. Ja, um, ja, wieder ein bisschen in der Hauptstory weiterzumachen. Die Quests auf der Insel, ja, die werde ich auf alle Fälle auch noch machen. Aber, wie gesagt, jetzt erstmal hier ein bisschen Hauptquest, dass wir hier auch da mal weiterkommen. So, und ich teleportiere mich an einen anderen Ort. Von hier aus sollte es nämlich ein bisschen schneller gehen. Oh, nee, hier oben kommt man leider nicht weiter. Ich hoffe nur, man kommt relativ leicht in dieses Belly of a Beast.
könnte einen Speedrunner fragen, wie man sich hier durchglitschen kann. Ah, oh, oh, das sieht ja schon aus wie so ein Drachenmaul. Oh, eine Riesenameise. Krass, ey, wie die mich immer noch kalt macht hier. Okay, die ist auch hier gegen immun, gegen diese Waffe. Aber egal, die macht genug Schaden, dass mir ihre Immunität mal am Arsch kann. Jo, so, jetzt gehen wir hier erstmal rein. In die Höhle des Drachen. Eine, oh, da kommen schon die ersten Gegner. Ich wechsle mal auf Klinge, denn ich bin der Meinung, dass hier bestimmt fiese Klingenmonster, also fiese Ameisen und so auf mich warten. Verschlossen! Ah, okay. Gut, in dieser Höhle kann ich leider nichts finden. Aber ich glaube, die Höhle war doch jetzt der Weg hier rein, oder? Nee, war sie nicht. Es gibt noch einen Weg hier außenrum. Ja, es müsste hier noch einen weiteren Weg geben. Das wird jetzt ziemlich beschissen zu finden. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und ich habe jetzt auch die Mirage-Quest gemacht. Da haben mich ja viele immer wieder drum gebeten, weil ich die so konsequent außen vor gelassen habe. Jetzt habe ich sie gemacht. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ja, sie war am Ende nicht schlecht. Wir haben bei Risa was Schönes zu sehen bekommen, nämlich ihren nackten Körper. Oh, jetzt mache ich hier wirklich so ein bisschen glitschen. Oh, oh, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Hilfe! Na toll! Ich liebe sowas ja. Ach, gut, wieder rausgekommen, sehr gut. Ja. Aber hier hinten geht's echt nicht weiter. Ah, wenn wir jetzt hier so ein bisschen. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es hier Möglichkeiten gibt. Aber ich will mein Glück jetzt hier auch nicht überspannen. Ja, da hinten ist unser Ziel, der Tower of Fangs, immer noch. Das haben wir nicht aus den Augen verloren. Die sterben hier auch noch alle irgendwie. Wie kommt man da hinten am besten rein? Das ist jetzt natürlich die Frage. Das Belly of a Beast. Ja, ich kann natürlich jetzt hier versuchen, mich einfach mal so ein bisschen vorwärts zu kämpfen. Da vorne kommt auch gerade noch ein Gegner. Ja, der Gepard. Der dürfte eh One-Hit sein. Der sich traut, mich anzugreifen. Ach, guck mal da oben. Ein paar Warns. Naja. Krass, ey. Welche Probleme ich mit denen früher noch hatte. Ach, die Wiener auch noch. So.